Hi, mein Name ist Manuel Gonzales und ich bin Flirt Coach. Das heißt, mein Job ist es, dir dabei zu helfen, mehr Frauen oder eben die eine richtige für dein Leben zu gewinnen. Und in meinem Job treffe ich immer wieder auf unterschiedliche Typen und unterschiedliche Menschen, die einfach unterschiedliche Tipps brauchen. Drei Tipps aber sind immer die gleichen. Und das sind die drei besten Flirt-Tipps aller Zeiten. Also, wenn du sie wissen willst, dann bleib dran. Bis gleich. Die drei Tipps sind ganz wichtig, bauen aufeinander auf. So, das heißt, der erste Tipp ist da, wo du anfängst, der zweite Tipp ist da, wo du weitermachst und der dritte Tipp ist dann der, wie du im Endeffekt ein Level erreichst, bei dem du zumindest gefühlt alles schaffen kannst. Und ich würde vorschlagen, wir starten einfach mal direkt rein und verlieren keine Zeit. Der erste Tipp, ganz simpel, ist, dass du mehr Frauen ansprichst. Also es ist tatsächlich so, dass in Deutschland ja viele Männer einfach keine Frauen ansprechen, beziehungsweise viel zu wenig Frauen ansprechen. Du musst dir das so ein bisschen so vorstellen wie ein Prozess einfach. Der ist ja auch im Endeffekt ein Prozess, wenn du Frauen für dein Leben gewinnen willst. Nun, ob das jetzt für Freundschaften ist, für eine Beziehung oder für Sex, das sei jetzt einfach mal außen vor, aber das ist ein Prozess des Kennenlernens. Und je mehr Frauen du in diesen Prozess reinsteckst, desto mehr bleiben dann natürlich im Endeffekt übrig. Das heißt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Frau kennenlernst, die du auch wirklich magst und die dich dann auch im Endeffekt wirklich mag. Und deswegen ist der erste Tipp ganz, ganz wichtig. Selbst wenn du vielleicht schon Frauen ansprichst, sprich noch mehr Frauen an. Du findest auf meinem Kanal und auf dem von alltagsflirt.com, kannst du auch in der Suchleiste einfach mal eingeben, findest du richtig viele gute Tipps dazu, wie du das machen kannst, wie du das selbst angehen kannst. Der erste Schritt ist in erster Linie einfach mal, sich bewusst zu machen, dass du draußen zum Beispiel im Alltag Frauen siehst, die du kennenlernen kannst und dass du die dann auch einfach mal ansprichst. Der zweite Tipp baut dann auch schon darauf auf, wenn ich dann Frauen anspreche, das ist ein Schritt, der ist ganz, ganz simpel eigentlich, wenn man ihn denn geht. Wenn ich dann Frauen anspreche, ist es ganz oft so, dass ich nach 1-2 Minuten das Gefühl habe, oh, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll oder ah, jetzt irgendwie, das Gespräch lief bisher ganz gut und wenn das jetzt schief geht, ist scheiße, deswegen hole ich lieber schnell die Nummer und gehe weg. Und dann rufe ich sie an und dann habe ich ja die Nummer. Und das heißt, für mich war das Ziel ja gar nicht, die Frau kennenzulernen, sondern die Nummer von der Frau zu bekommen. Das Problem ist, wenn ich jetzt losziehe und einen ganzen Tag lang Frauen anspreche und dann vielleicht mit 5 oder 10 Telefonnummern nach Hause gehe, die ich alle innerhalb von 1-2 Minuten bekommen habe, dann werden die wenigsten der Frauen drangehen, weil man viel zu wenig Zeit miteinander verbracht hat und man sich nicht richtig kennenlernen konnte. So viel Eindruck kann man in der Zeit gar nicht schaffen, dass die Frau wirklich sagt, Mann, das war ein richtig, richtig cooler Typ. Und deswegen ist es wichtig, das nicht nur zu einer flüchtigen Begegnung zu machen, wenn man die Frau anspricht, sondern so viel Zeit wie möglich rauszuschlagen. Das hat zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es, dass man sich selbst überwindet, einfach da zu bleiben. Anstatt zu sagen, okay, das könnte jetzt schief gehen und deswegen hole ich nur die Nummer und hau ab, bleibt man einfach da. Man redet länger mit der Frau und man unterhält sich noch ein bisschen über alle möglichen Themen. Man kann zum Beispiel Geschichten aus dem eigenen Leben erzählen. Auch dazu haben wir Videos gemacht. Kannst du einfach mal nachschauen, alltagsflirt.com hier auf YouTube. Und der nächste Punkt ist, also die andere Seite ist, nicht nur, dass ich selbst länger da bleibe, sondern auch, dass die Frau dass man die länger bei sich selbst hält. Sowas wie zum Beispiel, wenn ich eine Frau anspreche, dann ist sie auch nervös. Sie ist auch in dem Moment erst einmal aufgebracht. Wenn ich sie anspreche, weiß ich, dass ich das mache, aber für sie kommt es aus heiterem Himmel. Und deswegen gibt es ganz oft die Situation, dass die Frau sagt, oh, wow, ich habe keine Zeit, ich muss weiter oder so. Einfach nur, weil der Fluchtreflex bei ihr anspringt und sie dann weggehen möchte, um aus einer ungewohnten und für sie anstrengenden Situation wegzukommen. Deswegen übernimmt man die Verantwortung und sagt, hey, ist kein Problem, es dauert nur 10 Sekunden, wenn sie sagt, sie hat keine Zeit. Oder wenn sie wirklich keine Zeit hat und gerade sehr schnell läuft, dann läuft man einfach mit. Also man lässt sie nicht einfach so aus der Situation abhauen, sondern versucht schon, die Frau für 10, 20 Sekunden wenigstens in die Situation zu holen. Und dann, wenn sie erst einmal den ersten Schock überwunden hat, dann wird sie schon wesentlich weniger fliehen wollen. Und nach einer Minute oder so, wenn man dann schon ein bisschen von sich kundgetan hat und andersrum auch ein bisschen was von der Frau erfragt hat, dann kommt man so langsam in ein Gespräch, wo die Frau sich dann auch wohlfühlt und sie ist auch warm geworden für die Situation. Und dann auch, wenn sie nach 3 Minuten oder sowas, weil bei der Frau das genauso ist wie bei uns selbst als Mann, wenn ich das Gefühl habe, oh, ich habe jetzt 2-3 Minuten mit ihr geredet und jetzt lieber schnell die Nummer holen und weg, oder bevor es jetzt irgendwie peinliche Stille gibt oder so, genau das denkt die Frau auch irgendwann. Und auch da gilt es, die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, nein, wir halten das Gespräch nochmal weiter.
Und da ist dann der Punkt, was man sich da sehr, sehr gut als Ziel setzen kann, ist, anstatt zu sagen, ich will möglichst irgendwie an die Nummer der Frau kommen, zu sagen, ich versuche die Frau jetzt so lange wie möglich bei mir zu behalten, indem ich zum Beispiel mit ihr jetzt direkt einen Kaffee trinken gehe, indem ich mit ihr zum Beispiel einmal um den Block spaziere. Solche Sachen einfach, die dafür sorgen, dass man jetzt Zeit verbringt. Man kann auch einfach da stehen bleiben und weiterreden und die Nummer erstmal gar nicht ansprechen. Später dann, wenn man genug Zeit mit ihr verbracht hat, das sind meinetwegen 20, 30 oder noch mehr Minuten, dann macht man sich sowieso schon ein Date für das nächste Mal aus und dann kann man auch ganz locker die Nummer tauschen, zum Beispiel, indem man sagt, hey, falls ich es nicht schaffe, dann rufe ich dich kurz an, wie erreiche ich dich denn? Und dann hat man die Nummer und ein Date ausgemacht mit ihr schon. Und der dritte Punkt, der dann darauf aufbaut, ist, dass du, wenn du mit Frauen redest, ganz oft versuchst, die Frau von dir zu überzeugen. Das ist ein Punkt, da kann man extrem viel ja einfach vergeigen damit, weil wenn ich diesen Gedanken habe, ich spreche eine Frau an und muss sie von mir überzeugen, bedeutet das ja, dass ich eigentlich gar nicht gut genug bin für sie und sie jetzt irgendwie zu mir rüber manipulieren muss, damit sie mich mag. Aber das ist natürlich vollkommener Quatsch, denn es gibt einfach Männer und Frauen und manche Frauen passen zu manchen Männern und manche Männer passen zu manchen Frauen. Und jetzt ist es einfach eine Frage, wen ich anspreche. Ich kann vorher natürlich schon aussortieren, dass ich irgendwie, genau, anstatt als Hip-Hopper Rocker anzusprechen, kann ich als Hip-Hopper wiederum andere Hip-Hopper ansprechen, um mal so ein sehr plakatives Beispiel zu nennen. Und so kann ich natürlich von vornherein schon mal die Chancen erhöhen. Und wenn es aber dann soweit ist, dann gibt es eben diese Situation, dass ich zwangsläufig früher oder später auf Frauen treffe, mit denen ich mich verstehe. Das heißt, ich versuche gar nicht erst, sie von mir zu überzeugen, zu überreden, irgendwie besonders groß zu punkten, erst recht nicht anzugeben oder so, sondern was ich mache ist, ich gehe auf die Frau zu und sorge dafür, dass ich selbst Spaß habe. Und das ist, das bedeutet, dass ich irgendwie mich zum Lachen bringe, dass ich ihr Geschichten aus meinem Leben erzähle, dass ich die Dinge frage, die mich wirklich interessieren. Ich kümmere mich darum, dass es mir gut geht. Wenn ich dafür sorge, dass es mir gut geht, dann setzen die Spiegelneuronen ein. Spiegelneuronen sind so ganz, ganz lustige kleine Zellen, die wir haben. Die sind dafür verantwortlich, dass, wenn jemand anderes eine Emotion empfindet, wir die Emotion mitempfinden. Wir empfinden sie nach. Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch in einem Raum sitzt, der sehr traurig ist und ein anderer kommt rein, dann wird der, der reinkommt, nicht sagen, hey, na, alles klar bei dir, sondern er wird diese Emotion wahrnehmen und nachempfinden und wird sagen, hey, ist alles okay bei dir, kann ich dir helfen, was ist denn los? Und das ist das, das setzt nicht nur da ein, sondern das setzt auch in der Situation ein, wenn wir mit der Frau reden. Wenn ich also mit der Frau Spaß habe, wenn ich selbst dafür sorge, dass ich selbst Spaß habe, wenn es mir gut geht und ich mich einfach kundtue, ne, es geht nicht Eindruck zu schinden, es geht darum, sich Ausdruck auszudrücken. Ja? Also nicht den Eindruck schinden, sondern den Ausdruck in den Fokus legen. Und dann werde ich eben auch Spaß haben und dann wird die Frau das spiegeln auch, dann wird sie auch Spaß haben, dann wird es ihr auch gut gehen in dem Moment und sie sieht, dass man nicht versucht, sie zu überzeugen, sondern dass man einfach weiß, man ist ein cooler Typ. Es ist natürlich alles auch ein bisschen leichter gesagt als getan. Wichtig ist aber, du kennst jetzt drei Stellschrauben, die bei dir wesentlich für den Erfolg mit anderen Menschen verantwortlich sind. Das gilt nicht nur für Frauen, das gilt auch für Menschen generell. Also Punkt 1, wie gesagt, mehr Frauen ansprechen, okay? Das ist auch ein Ding, da gebe ich gern meinen Klienten das Mantra, just do it mit. Das ist ganz oft die Situation, dass ich irgendwo eine Frau sehe und überlege, ja, aber sie hat zu kurze Beine oder zu dicke Knöchel oder die Tasche gefällt mir nicht, ich würde sie ja kennenlernen wollen, aber da steht ein Typ nebendran. Und dann einfach sich mal den Gedanken bewusst zu machen und zu sagen, just do it. Es ist egal, was ich mir gerade im Kopf überlege, warum ich es nicht machen sollte, just do it. Einfach machen. So, und es geht einfach nicht schief. Ich sehe nicht, dass es bei Klienten schief geht. Ich sehe nicht, dass sie beleidigt werden. Bei mir passiert es nicht, bei Klienten passiert es nicht. Ich sehe keine Schläge, keine Rumgeschrei oder sowas. Es geht nicht schief. Es geht immer gut. Das heißt nicht, dass immer die Nummer der Frau rumspringt, dass nicht immer ein Date dabei rumkommt oder so. Aber die Frau ist höflich und freut sich darüber, dass man ihr das Kompliment gemacht hat, indem man sie angesprochen hat. Deswegen, Punkt Nummer 1, just do it, ansprechen. Punkt Nummer 2 ist, bei ihr zu bleiben. Also einfach sich selbst zu überwinden, länger da zu bleiben und bei ihr auch die Verantwortung zu übernehmen, dass sie auch länger da bleibt. Im Zweifelsfall mitzugehen. Und wenn sie sagt, ich habe keine Zeit, anstatt zu sagen, okay, schön, ciao, einfach zu sagen, okay, dann nur eine Minute, nur 30 Sekunden und einfach mitgehen. Und man sieht das in meinen Videos immer häufig auch, dass ich, wenn die Frau erstmal noch 2-3 Schritte weitergeht, ich weiß, dass das bei der Frau der Instinkt ist, weil zum Beispiel sie auch denken könnte, dass ich ihr was verkaufen will von Greenpeace oder sowas, dann gehe ich immer nochmal mit und springe auch vielleicht sogar nochmal vor sie, weil ich ihr erstmal erklären muss, dass es eine Situation ist, die sie erleben will, weil ich ihr auch ein Kompliment mache und etwas Gutes tue. Deswegen, wie gesagt, Punkt 1, mehr Frauen ansprechen. Punkt 2, länger bei den Frauen bleiben. Und Punkt 3, aus der Geschichte eben eine Geschichte machen auch ein bisschen und Spaß haben für sich selbst. Und nicht da versuchen, die Frau zu beeindrucken, sondern sich selbst die ganze Zeit eine schöne Zeit zu machen, was dann auf die Frau auch übergeht.
Und in dem Sinne habe ich, wir laden täglich Videos hoch auf alltagsword.com. Da kannst du auf jeden Fall mal reinschauen. Gib es einfach mal oben in der Suchleiste ein. Ich packe auch nochmal einen Link unten in die Infobox. Und ansonsten, hier auf dem Kanal gibt es wöchentlich ein Video von mir. Und das sind Videos mit versteckter Kamera, genauso wie auch Videos, bei denen ich erkläre, wie das mit dem Flirten besser funktionieren kann für dich. Wenn du jetzt jemanden kennst, der das hier wissen sollte, dann hilfst du mir und ihm unheimlich, indem du ihm das Video schickst. Und ansonsten natürlich auch, jetzt habe ich so oft ansonsten gesagt, ne? Kommentieren natürlich, abonnieren, wenn du das erste Mal dabei bist, und einen Daumen hoch, wenn du mehr Videos willst, in denen es ums Flirten geht. Und jetzt bin ich erstmal ganz stolz, dass ich auf meiner nicht ganz so weißen Wand ein weißes Bild von einer Katze habe. Denn ihr habt euch ja beschwert, irgendwie hier sei es ein bisschen zu nüchtern eingerichtet. Und deswegen jetzt neben der Gitarre auch noch das Bild, das ohnehin schon da war. Und ein paar Kissen habe ich jetzt auf die Couch getan, hinten das Katzenbild und die Tür. Ich habe die Tür aufgemacht, die ist jetzt einfach ein Bild für euch. Also Vorschläge für das Bild, Vorschläge für Videos, Meinungen zu den in die Kommentare. Wir sehen uns bald. Mein Name ist Manuel González. Ciao.